Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Freunde des Glitch-Buildings, ich bin wieder da, beziehungsweise ich hatte 2 Wochen Pause gemacht, um zu gucken, ob das Menü sich vielleicht doch nochmal ändert. Nee, es gefällt mir auch sehr gut und es ist sogar noch viel einfacher geworden, denn mit 5 Glitches haben wir einen perfekten Kreis mit 24 Bodenplatten. Damit fangen wir jetzt an und zwar brauchen wir erstmal die Betonwand, also überhaupt eine Wand, es ist völlig egal welche. Dann schon wieder ins Menü. Dann müssen wir dahin. Und gehen, ja, gehen wir da drauf. Das ist schick. So. Und die Baukamera. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Das Baumenü ist noch ein bisschen seltsam. Vom Gefühl her. Oh, 4, 5. Mal gucken. Ja, 8 machen wir. 8 ist eine gute Sache. Und dann kommt die Biokuppel. Die setzen wir uns direkt da hinten dran. Und dann einmal aus der Baukamera wieder raus. Und dann stelle ich mich hier rein. Warum? Das Ganze ist hier unfassbar tief. Das heißt, ich möchte hier nicht runterfallen, nur weil die Basis noch nicht bekannt ist. Und die NPCs das nicht wissen und mich hier möglicherweise umstupsen und dass ich da runterfalle. Okay, dann wollen wir auch loslegen. Denn vom Reden wird es ja nicht besser. Und da müssen wir hin. So, dann brauchen wir hier den Nip-Nip. Das ist egal, welche Pflanze. Hauptsache, ihr habt überhaupt eine. Habt ihr nur das Gamma-Gras oder egal was? Hauptsache es ist das letzte und ihr braucht den stehenden Pflanzenbehälter. Und dann geht es los. So, Baukamera an. Und auf geht's. Okay. Also, als erstes brauchen wir erstmal den perfekten 45-Grad-Winkel, damit das auch funktioniert. Und jetzt switchen wir mit E, also durchwechseln. Werden wir mit E machen und dann kommen wir auf das, weil es der Nip-Nip der letzte gewesen ist, springen wir wieder an den Anfang und dann sind wir dort. Und das machen wir auch noch da. Okay, das habt ihr jetzt vielleicht nicht gesehen, weil da was im Weg war, aber das sitzt richtig. Und dann brauchen wir diesen Strich, beziehungsweise dort die Pflanze. Das ist genau gegenüber von der da. Na, komm. Jawohl. Das hat schon mal super geklappt. Ein bisschen runter, damit wir auch was sehen. Und dann gehen wir in die Bodenplatten. Ich möchte wieder mit diesen Bodenplatten bauen. Und Moment, ist die Farbe korrekt? Nein, natürlich nicht. Ich nehme das Blau-Orange. Ja, das gefällt mir gut. Da kann man bei Nacht und bei Tag ziemlich gut bauen. Dann mit Q auf das Kabel wechseln. Nein, jetzt müssen wir keine Kabel ziehen, sondern wir machen das jetzt direkt. Denn. Ups, habe ich doch nicht falsch gebaut. Na, unglaublich. Hab ich euch was Falsches gezeigt? So. Und. Okay, und auch wieder wechseln. So, das haben wir. Dann gehen wir jetzt in. In die Bauteile. Nehmen uns eine Bodenplatte. Ändern noch die Farbe. Blau-Orange ist gut. Das kann man bei Tag und bei Nacht super benutzen. Und ja. Dann noch die Baukamera an. So. Dann nehmen wir jetzt das mit Q, also das Kabel mit Q. Gehen hier einmal an diesen Kontakt. Und gehen dann hier rüber. Denn wir brauchen keine Kabel mehr ziehen. Im Gegenteil, es funktioniert nicht mehr. Denn wir machen das jetzt so. Und wechseln dann mit Q wieder zurück auf die Bodenplatte. Ja, sehr schön, hat geklappt. So, wie ihr seht, in die Richtung, aus der ich komme mit dem Kabel, in die Richtung wechselt der Kontakt. Und dann setzen wir uns die zweite da auch noch hin. Und es ist viel, viel leichter geworden. Das heißt, diejenigen, die bis jetzt damit noch nicht so richtig zurechtgekommen sind, würde ich sagen, ist jetzt kein Problem mehr. Gut, dann können wir hier die Biokuppe wegnehmen. Und schon geht's weiter. Sollte euch irgendwie ein Fehler passieren, kein Problem. Biokuppe wieder dran gesetzt. Ihr könnt das Ganze wiederholen. Und dann geht es los. Wir wollen nämlich jetzt den Kreis bauen. Dazu gehen wir wieder ins Menü, nehmen uns
eine dünne Metallwand oder irgendwas anderes. Hauptsache es ist dünn. Dann nehmen wir uns die linke Seite immer. So, die linke Seite, ja. Gehen auf die kleine Metallplatte, setzen uns die jeweils an die Türen. Na, komm. Na gut, die jetzt nicht, dann machen wir das später, kein Problem. Gehen wieder auf die Bodenplatte, setzen uns die hier in, ja, hier einmal an die kleine. Und zwar nach außen hin, ganz wichtig. Dann nehmen wir uns das hier schon wieder einmal weg. Gehen, ja, doch, können wir machen. Gehen aufs Dreieck und setzen uns hier die Dreiecke an. Die sollten wir jetzt noch nicht ausrichten, macht jetzt noch nicht so viel Sinn. So, dann muss die weg. Und dann die Bodenplatten. So. Also Glitchbuilding ist wirklich um Längen einfacher geworden. Jetzt noch die Lücken ausfüllen mit den Dreiecken. Na komm, so. Okay, dann wieder die Bodenplatte. So, komm. Und noch eine hinten dran gesetzt. So. Okay. Dann können wir jetzt auch schon wieder mit C und X die hier alle wieder entfernen. Okay, dann wieder aus dem Löschen raus. Dann wieder die kleine Platte. Die setzen wir uns hier noch mit an. Na? Die will nicht. Na gut, dann probiere ich es eben halt so dran. Ist ja auch egal. Nicht so schlimm. Das geht nämlich genauso. Dann müssen wir allerdings dorthin. So. Hätte ich einfach nur die Metallwand gedreht, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. So, dann wieder das Dreieck. Und los geht's. Dann die Bodenplatte. Also das Ganze wiederholt sich jetzt. Und die können wir auch gleich dran setzen. Nein, können wir so nicht. Quatsch. Was mache ich denn da? Ja doch. Jetzt erstmal noch die Dreiecke. Und erneut die Bodenplatten, damit wir die Lücken schließen. So, haben wir alle? Ja. Okay. So, dann geht's weiter. Und das ist der Grund, warum ich hier nur diese eine mache. Der Grund ist. Ups. Na, das ist lästig. Okay, Moment. Machen wir so. Und zwar ist hier eine Lücke. Das ist natürlich nicht perfekt und dementsprechend bauen wir das so nicht. Wir müssen das ein wenig anders machen. Und das sieht dann so aus, obwohl doch, doch, na klar, das können wir so machen, das ist leichter und dann sind wir auch schneller. Nee, wir schließen die Lücken hier komplett. So, komm. Da natürlich nicht. Na komm.
Und hier die Platten können wir auch gleich noch einsetzen. Die brauchen wir ja sowieso. Da fehlt noch eine. Und hier auch. Und dort. Okay, gut. Dann nehmen wir wieder die, ja, ist eigentlich egal, Betontür kann man nehmen oder irgendeine andere. Gehen dann hier auf die jeweilige Bodenplatte, stellen uns die drauf. So, komm. Und zwar immer parallel zu der, wo wir es hinstellen wollen. Ja, sieht richtig gut aus. Damit sind wir dann allerdings noch nicht fertig. Jetzt geht es gleich weiter. So, die wieder alle entfernen. Und eben gerade habe ich bemerkt, wenn ich mit der Maus die lösche, das ist schön, das geht. Aber dann bin ich automatisch wieder in der Bodenplatte und das möchte ich allerdings nicht. Gut, jetzt allerdings und dann geht es schon weiter. So, jetzt tun wir zu dieser Tür die Bodenplatte entsprechend einsetzen. Und auf geht's. Ja, falls es euch bis hierhin schon gefallen hat, dann nehmt doch ein Abo mit. Denn das geht weiter, da kommt noch mehr. Hier raus will ich eigentlich auch noch, eine Sphäre bauen. Eine perfekte natürlich. Und dafür brauchen wir genau diesen Kreis. Den kann ich übrigens auch... Moment... mit 64 bauen, das funktioniert auch. Na komm, so. Okay, dann geht's weiter. Und damit sind wir natürlich noch nicht fertig, weil wir haben jetzt hier eine große Überschneidung. Die möchte ich nicht. Moment. So, das hier, das möchte ich nicht. Ich möchte das richtig schick, also perfekt. Und somit nehmen wir das hier alles wieder weg. Ja, beim Glitch-Building, vieles, was wir bauen, müssen wir wieder entfernen. Aber dafür kommen wir zu einem super Ergebnis. Und diejenigen, die es sowieso schon kennen, die wissen ganz genau. Normalerweise würde es etwas länger dauern, dadurch, dass wir viel mehrere Glitche machen müssen. Aber wir hatten nur 5 gebraucht. Und mit 5 Glitchen kriegen wir das ohne weiteres hin, wie ihr seht. Dann brauchen wir als nächstes die Pflasterung. Zweimal. So, komm. Ja, die Bauteile eben halt im Großen und Ganzen kollidieren nicht mehr mit anderen. Macht uns das Glitch-Building natürlich noch viel leichter. Ganz hervorragend, habt ihr toll gemacht. Also Halo. Beziehungsweise No Man's Sky. Und es ist zwar einiges anders geworden, es funktioniert aber.
Und dementsprechend sind wir jetzt dabei, die inneren wieder wegzunehmen. Also, wie gesagt, was wir bauen, reißen wir auch meistens wieder weg. Also vieles. Und da ich hier mit der Maus arbeite, ich muss ab und zu ein bisschen nachsetzen. Und dann brauchen wir jetzt als nächstes die Bodenplatte wieder. Und setzen die uns, ne, an die Pflasterung. Immer darauf achten, wo ihr seid. Das heißt, das hier wäre wieder die andere Bodenplatte. Dann seid ihr zu weit draußen. Das ist nicht richtig. So zum Beispiel, das ist nicht richtig. Entfernen. So. Ja, Fehler passieren nur dem Jay, also mir. Euch wird das natürlich nicht passieren. Und deswegen. Nein. Okay, sind wir damit schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz fertig. Und das wieder entfernen. Ja, ansonsten, ich bin hier im Kreativmodus. Für den Fall, dass ihr Bauteile seht, wo ich das Material eigentlich gar nicht habe. Ich kann es trotzdem bauen. Das liegt eben halt nur an dem Kreativmodus. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. Und auf geht's. So. Okay, das ist prima. Und jetzt gehen wir am besten mal in den Kameramodus. Ja, Kameramodus ist eine gute Sache. So. So, und dann sehen wir, das ist die perfekte Überlappung, beziehungsweise noch besser geht nicht. Das ist ideal. Also perfekt ausgenutzt und jetzt noch einmal von oben schauen. Ja. Und dann müssen wir die Dreiecke noch korrigieren, weil so gefällt mir das nämlich noch gar nicht. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Aber nicht ganz perfekt, weil ich ja noch die Bodenplatten, beziehungsweise, nein, nicht das Menü. Die Dreiecke ja noch ändern muss. Moment, die Farbe stimmt mal wieder nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn wir rausgehen, ist die Farbe weg. Das ist schade. Und Baumenü, Baukamera. Okay. All die Dreiecke, wo die Spitze nicht ideal in die Mitte gucken, die nehmen wir weg. Die kann bleiben, die auch. Das muss auch weg. Die bleibt, die bleibt. Und das kommt weg. Und wieder die Dreiecke. Dann drehen wir die. Ja, ab und zu wollen die nicht so richtig. Position wechseln hilft meistens. Ja. Na komm. Jo. Ideal. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Habe ich jetzt hoffentlich alle Dreiecke richtig gesetzt? Ich denke mal, ja.
Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann nehmt doch noch ein Abo mit, würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.